Ganz kurz zur Geschichte des Electric Love Festivals. Wie lang gibt es euch schon und wie schwer waren die vergangenen Jahre, vor allem aufgrund der Pandemie? Also uns gibt es in der Form, wie wir jetzt veranstalten, seit 2013. Wir sind ein EDM-Festival, ein mehrtägiges am wunderschönen Salzburgring. Die Widrigkeiten rund um Corona waren ehrlicherweise die kleinere wirtschaftliche Herausforderung, wie es eigentlich bei Startups so oft ist, waren die ersten Jahre meiner Ansicht fast die herausforderndsten Hürden, die wir meistern mussten. Wir haben nach dem ersten Jahr 2013 mit sehr viel Idealismus da gestartet und haben nach dem ersten Jahr ein negatives Eigenkapital von fast 1,4 Millionen Euro gehabt. Das war für die damalige Zeit schon eine Riesenhürde. Wir haben das damals, das war mal keiner Bank geschuldet, sondern das waren eigentlich insgesamt fast 150 Gläubiger, die wir da hatten. Das waren Lieferantenkredite sozusagen. Haben die dann aber überzeugen können von dem Produkt von Electric Love, von den Bildern aus dem ersten Jahr, haben dann im zweiten Jahr Gott sei Dank eine schwarze Null fabriziert und im dritten Jahr dann gezwungenermaßen aus wirtschaftlichen Gründen Teile des Festivals verkaufen müssen. Seitdem sind wir Partner der Barracuda Holding zu 50% und veranstalten das Electric Love wirtschaftlich positiv, eigentlich kann man sagen, seit 2016. Was die Corona-Zeit angeht, war das durchaus herausfordernd. Allerdings muss man da auch sagen, und da haben wir schon den Eindruck gewonnen, weil wir im Austausch sind mit anderen Ländern, mit anderen Festivalveranstaltern, mit anderen Menschen aus dem Live-Entertainment in ganz Europa, dass die Fördersituation in Österreich durchaus eine wirklich gute war für Veranstalter. Also ich glaube, da ist schon einiges dabei gewesen, das ein wirtschaftliches Überleben ermöglicht hat. Zum einen die Gutscheinlösung, von der wir jetzt keinen Gebrauch gemacht haben, auf der anderen Seite aber auch gute Fördersysteme. Ich glaube, Österreich hat durchaus erkannt, dass die Kulturlandschaft eine wichtige ist und dass die Festivals, Veranstaltungen und Konzerte auch dem Tourismus sehr gut tun, in der Wertschöpfungskette ein wichtiger Punkt sind und volkswirtschaftlich nicht wegzudenken sind. Und deswegen kann man sagen, haben wir die Corona-Zeit eigentlich ja durchaus auch gut überstanden und haben letztes Jahr 2023 unser 10-jähriges Jubiläum feiern dürfen. Ich glaube, es war das beste Festival, das wir jemals gemacht haben. Dinge, die wir nicht beeinflussen können, haben gepasst, wie das Wetter, aber auch alles andere war sehr, sehr gut. Ja, beim Wetter muss man ja dieses Jahr auf alles gefasst sein, wie man aktuell sieht. Also da wünsche ich natürlich viel Glück. Kommen wir jetzt zu Ihrem 5-Jahres-Plan. Da kann man ja planen wirtschaftlich. Was sind die Ziele, die man sich hier fürs Wachsen vor allem gesetzt hat? Wie weit will man hier noch wachsen? Also das Wachstum ist bei uns begrenzt, ist eigentlich abgeschlossen. Größer kann Electric Love nicht mehr werden. Das ist insofern auch herausfordernd, weil das Größerwerden ja mal ein einfaches Ziel ist, das man sich schnell definieren kann als Unternehmer. Das funktioniert bei uns aufgrund der Kapazität der möglichen am Salzburgring nicht mehr. Und das ist ja eine herausfordernde Sache, wenn man sagt, ab jetzt kann man nicht mehr größer werden, sondern nur mehr anders. Wir haben uns Ziele gesetzt, sehr langfristige. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, im Unternehmertum sehr greifbar, einfache, verständliche Ziele zu setzen, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mittragen können. Und die Ziele lauten bei uns, wir wollen jünger werden, wir wollen weiblicher werden und wir wollen internationaler werden. Das sind drei Fokusthemen, die wir setzen für die nächsten 5 Ausgaben des Electric Love. Und wir ordnen eigentlich alle Handlungen, alle Ideen, alle Themen dem unter. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Ein halbes Jahrzehnt geben wir uns da Zeit. Und wir sagen auch sehr selbstbewusst, wir wollen bis 2028 eines der Top 10 EDM-Festivals, heißt es bei uns im Jargon, elektronischen Festivals der Welt werden. Das ist durchaus ambitioniert, aber ich glaube, ein gutes Ziel und auch erreichbar. Was sind denn so die Schwierigkeiten von großen Festivals auch aktuell? Vor allem ist es ja immer wichtig, große Namen zu bekommen, große Stars, die dann natürlich auch ziehen und mit denen man gut werben kann. Genau, das ist ein guter Punkt. Also ein riesiges Thema eines Festivals ist selbstverständlich das Line-up, das Booking. Wir sind jetzt als elektronisches Festival vielleicht von dieser Entwicklung, die ich gleich beschreiben werde, nicht so betroffen, aber man merkt schon die großen Crossover-Produkte, nennt man die, wo eigentlich die größten Popstars der Welt aus allen Genre-Himmelsrichtungen auf den Bühnen stehen. Die haben die Schwierigkeit, dass die Taylor Swifts und Adeles dieser Welt heuer 2024 sich eher auf Solo-Konzerte, auf Headline-Shows, auf eine Tour in Stadt
Stadien konzentrieren und für Festivals gar nicht zur Verfügung stehen. Die Entwicklung wird sich auch bestimmt wieder ändern. Ich glaube, dass im nächsten Jahr, dann 2025, sehr viel dieser eben genannten Namen dann auch wieder auf Festival-Line-Up stehen. Aber momentan ist es so, dass diese Namen, die großen, da gehört vielleicht auch noch Coldplay dazu, dass die eher sich auf Stadientourneen konzentrieren und ausschließlich das Konzert mit ihrem Namen möglicherweise noch mit einer Supportband machen. Und das stellt so Festivals wie in Coachella, das ja gerade läuft, zum Beispiel auch durchaus vor Herausforderungen, was das Line-Up angeht. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt schon auch verraten dürfen. Gibt es bereits fixe Buchungen? Was ist in diesem Jahr zu erwarten? Wann findet das Festival in diesem Jahr statt und wo bekommt man die Tickets? Es sind sehr viele Kategorien dankbarerweise schon ausverkauft, vor allem die VIP-Kategorien. Es gibt aber noch Tickets bei uns auf der Website unter electriclove.at. Das Line-Up ist eigentlich abgeschlossen. Wir haben in fünf Phasen jetzt das Line-Up veröffentlicht. Da gibt es einige Highlights. Zum einen die Chainsmokers kehren wieder zurück auf den Salzburgring, 4. bis 6. Juli. Jason Status ist momentan im Bereich Drum and Bass und elektronische Musik mit Fred Again sicher der wichtigste Act in UK. Es ist bei uns aber auch ein deutsches Thema zu spüren. Chiago ist da, der mit Friesenjung und Otto Walkes im letzten Jahr einen Riesenhit gelandet hat und heuer mit Raf Camora zusammen ganz wichtige Tracks in den Charts hat. Timmy Trumpet ist bei uns Stargast eigentlich jedes Jahr auf der Bühne. DJ Snake, interessanter Künstler, kommt aus Frankreich, beendet nächstes Jahr mit einem großen Konzert in Paris seine Karriere, wird also das letzte Mal am Electric Love zu sehen sein. Einige Artists noch in anderen Bereichen, auch im Bereich Hip-Hop haben wir einiges zu bieten. Es ist Bowser bei uns im Club Circus, das ist eine Indoor-Bühne zu sehen. Also da ist schon einiges dabei und ich traue mich sagen, auf den 6 Bühnen eigentlich für jeden irgendwas zu finden, was elektronische Musik angeht. Mhm. Ja, klingt wirklich spannend. Vielleicht auch noch eine Frage. Wichtig natürlich immer das Thema Sicherheit bei solchen großen Veranstaltungen. Wie viele Menschen kommen da im Schnitt oder werden auch dieses Jahr erwartet? Und was müssen Sie hier auch alles bedenken beim Thema Sicherheit, gerade in diesen Zeiten, die auch geopolitisch natürlich sehr gefährlich sind, beunruhigend auf jeden Fall? Es gibt ja eine erhöhte Warnstufe, was die Terrorgefahr in Österreich angeht. Und da sind die Blaulichtorganisationen, im Speziellen natürlich die Polizei, alarmiert. Strategisch wird da nicht der große Einblick gegeben, welche Maßnahmen da getroffen werden. Aber es gibt Maßnahmen, die schon Rücksicht nehmen auf eben auch diese Lage, die Sie gerade beschrieben haben. Gäste haben wir kumulierte 181.000 Besucher über die 4 Festivaltage. Die kommen aus über 70 Nationen zu uns. Und wir haben einige Mechanismen am Gelände, die für Sicherheit sorgen. Eine wichtige Thematik ist unser sogenanntes Event Control Center, abgekürzt ECC. Das ist sozusagen das Zentrum aller Themen. Da kommt eine verstopfte Toilette kommunikativ an, wie es wird mit Kameras beobachtet, wie sich die Besucherströme verhalten. Da sitzt der Meteorologe drin, der das Wetter beobachtet. Dort sitzt ein sogenannter Crowd Manager, der die Besucherströme analysiert. Da sitzt ein Vertreter der Security-Firma, aber auch der Blaulichtorganisationen. Und das ist ein ganz wichtiges Tool bei Großveranstaltungen. Ein Zentrum, Single Point of Contact, wo alle Gewerke zusammenlaufen, wiederum abhängig von den Themen weiterverteilt und protokolliert werden. Das ist sicher eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist dieser Tage. Man kann nicht alle Dinge beobachten, man kann nicht alles wissen und nicht überall sein, aber ich glaube, wir schaffen das in einer Art und Weise, dass man sich am Electric Love durchaus sicher fühlen kann. Ja, und dann vielleicht auch noch für den Tourismusstandort Salzburg. Ist das Festival ja mittlerweile auch ein großer Gewinnbringer? Wie verhält man sich da auch Ihnen gegenüber, kooperativ oder was haben Sie da für ein Gefühl auch vom Stadtmanagement? Ja. Natürlich, also die Tourismusbranche, wir sind ja gesegnet mit sehr vielen Hotelbetten und Beherbergungsbetrieben aller Kategorien. Das liegt zum einen an den Festspielen, zum anderen natürlich auch an der Tatsache, dass in der Fuschelsee-Region sehr viele Touristen aufgrund der schönen Landschaft Urlaub machen. Und das ist ein erheblicher Wertschöpfungspunkt des Electric Love. Also die Preisgestaltung diverser Hotels ist ja immer dynamisch und während dem Electric Love werden sogar
von gewissen Ketten höhere Preise aufgerufen als während der Salzburger Festspiele. Die Fuschl-See-Region beziffert die Wertschöpfung im Bereich des Tourismus mit einem zweistelligen Millionenbetrag, der durch Electric Love ausgelöst wird. In der Stadt Salzburg ist das noch nicht gemessen worden, aber wird wahrscheinlich in einem ähnlichen Bereich liegen. Aber es ist ein Geben und Nehmen. Auf der einen Seite sorgen wir für Wertschöpfung, auf der anderen sind wir uns schon dessen bewusst, dass unsere Gäste auch gerne aufgrund der Schönheit der Stadt, aufgrund der Schönheit des Landes, aufgrund auch der Tatsache, dass es eine touristische Hotellerie- und Gastronomiequalität gibt, die eigentlich seinesgleichen sucht. Also es ist ein Geben und Nehmen, das auf einer sehr fairen Basis passiert. Mhm. Ja, dann danke vielmals, wünsche ein erfolgreiches Festival 2024.